Leute, was geht? Und herzlich willkommen zum neuen Video. Benny ist wieder mit am Start. Hallo. Vielen Dank an dich. Gerne. Und ja, heute geht's um einen Tangiers, wie auch immer ihr das aussprechen wollt. Ja. Und zwar habe ich das Ganze bekommen von dem lieben Junes 1977. Schaut mal auf dem Kanal vorbei. Link zum Kanal werde ich auch mal in die Videobeschreibung packen. Ja, Jens, du hast ja die Challenge, wie habe ich das Ganze genannt? Hooker Challenge. 20 Ringe, glaube ich, aus einem Zug musste man machen. Und das Ganze hat er nicht so ganz geschafft. Ja, so ein, zwei Ringe habe ich dann doch gesehen, die da mal rausgeschossen sind. Und ja, deswegen habe ich heute den Tangiers Welsh Cream bekommen. Mein zweiter Tangiers Tabak. Mit dem ersten, das war, glaube ich, irgendwas mit, keine Ahnung. Da gibt es, glaube ich, noch ein Video von mir, ja. Die ganz alten Videos. Und den habe ich im Abstand geraucht. Ich hatte damals noch überhaupt keine Ahnung, wie man Tangiers raucht. Und ich glaube, ich habe nicht mal 5 Minuten geraucht. Da hat es mir gedreht wie die Hölle. Ich wusste nicht mehr, wo ich bin, wer ich bin und wann ich hier ein Video gemacht habe. Ja, und dann habe ich irgendwann mal mitbekommen, den sollte man doch eher im Overpacking rauchen. Und das Ganze tun wir heute. Kopfbau blende ich euch mal eben ein. Schnitttechnisch das Ganze sehr fein. Tangiers ist sehr schwarz gehalten. Sehr feucht auch. In Deutschland ist der so gut wie nicht erhältlich. 250 Gramm kosten, glaube ich, wenn man sich das irgendwie in Facebook holt, so zwischen 30 und 40 Euro. Und ja, Welsh Cream. Was soll das Ganze sein? So eine Art Baileys, Vanille, Karamellbonbons, pipapo. Wir kommen mal zum Geruch. Ja, das Ganze riecht schon relativ karamellig, süßlich. Und irgendwie ein bisschen cremig. Willst du noch was dazu sagen? Joa. Also ich kenne das Ganze noch von Kaffeelikör, also von Kahlua. Und ich finde, dass das Ganze eher so leicht in so eine Kaffeenote übergeht. Das riecht auf jeden Fall sehr süß und sehr cremig. Aber es kann auch sein, dass es an dem Tabak liegt, weil der soll ja wirklich sehr stark sein, soweit ich das mitbekomme von Schmidt jetzt. Und meines Erachtens wirklich ein bisschen kaffeeartig, aber lecker. Ja, die Kohlen. Falls ihr Informationen wollt zum Overpacking und so, werde ich auch das Video dazu, was ich mal gemacht habe, unten in die Videobeschreibung packen. Da könnt ihr auch einen Kopfbau sehen. Hätte ein bisschen länger gedauert. Ich saß hier, glaube ich, 5 Minuten oder so, ne? Aber ein bisschen Zeit gegeben. Weil hätten wir jetzt den Kopf verkackt, hätte ich es vielleicht nochmal hinbekommen. Aber okay. Ja, das Ganze rauchen wir in der Ginny Arabica Silver Clear mit der Glasrauchsäule von Magic Glass. Gibt es ja noch bei mir im Shop. Hotshot RT, eine Lage Panzeralufolie, Komplettlochung und jetzt aktuell 2 Tom Kokocha Gold am Rand. Den Magic Glass Fineline Shisha Schmitty und den Kaya Ultra Fineline irgendwas. Genau das Ding. Und ja, wir kommen mal ein bisschen zum Rauch. Ich bin vorsichtig bei dem Tabak. Ja. Ich will ihm jetzt nicht zu viel zu geben, dass er vielleicht gleich verbrennt oder so. Rauch ist in Ordnung für den Anfang. Aber man merkt jetzt schon eine starke Note. Starke Note vom Grundtabak. Ich werde die Kohlen nochmal an die andere Seite verfrachten. Kurz abklopfen den guten. Stille. Wohl wahr. So, schauen wir mal. Ich muss dazu sagen, wir haben eine halbe Stunde etwa davor schon Kopf geraucht. Also gehen wir uns halt richtig ein. Ja, beim Ziehen merkt ihr wirklich schon so eine ganz, ganz andere Note als Alvaro oder die ganzen anderen Sorten. Man schmeckt auf jeden Fall schon echt eine starke Tabaknote durch. Was sehr Süßliches kommt hier durch. Eigentlich schon relativ gut im Kopf. Süßlich, leicht vanillig, wie es schon im Internet stand, was man auch rausgerochen hat. Und so ein bisschen Karamell-Kaffeetöne sind auch dabei. Wir rauchen tut das Ganze eigentlich sehr gut. Und geschmacklich
relativ kaffeelastig, möchte ich sagen. Süßlich im Abgang. Ja, Freunde, wenn ihr jetzt wieder fragt, jo, warum hältst du zu? Wir haben eine Kugel rausgenommen, falls es doch mal ein bisschen stärker wird, dass wir den alten Rauch hier ausboosten können und hier nicht völlig krepieren. Ich weiß gar nicht, ob ich jetzt die dritte Cola schon hochlegen soll. Ich hoffe, der nicht ganz gut. Wir können es aber versuchen. Genau, ja. Gucken, was passiert. Das Ganze immer drüben verfrachten. Muss auch sagen, mit Tangiers habe ich, oder mit Tangiers, ja, habe ich überhaupt keine Erfahrung. Also wirklich so, geht gegen null. So, dann packen wir mal die dritte Cola noch drauf. Alles an Rand, liegt im Endeffekt fast komplett auf dem Rand vom RT. Schauen wir mal. Das ist eine relativ starke, ja, so direkt Kaffeenote ist es nicht, aber es ist so ein kaffee-cremig-süßliches Aroma irgendwie. Habe ich jetzt so das Empfinden. Würde ich aber auch sagen, das schmeckt wirklich sehr kaffeelastig. Eine süßliche Note ist noch dabei. Ich weiß auch nicht, ob ich den Kopf so richtig gebaut habe, ob das alles richtig ist. Ich würde ja gerne mal bei einem einen Kopf rauchen, der es mit Tangiers richtig drauf hat. Soll ja, ja, einige feiern den ja extrem. Deswegen ist der vielleicht doch so teuer, beziehungsweise das Teure kommt ja durch den ganzen Army-Import und alles sowas. Hört ihr die Taube im Hintergrund? Jetzt hat sie gerade aufgehört, Alter. Also ist definitiv nicht mein Tabak, muss ich euch gleich sagen. Ich bin ja eher so der fruchtig-minzige Typ. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Das ist ein Tabak, den man auf jeden Fall mal rauchen kann, aber für alle Tage, glaube ich, wäre es auch nicht wirklich was. Meines Erachtens. Ja. Ich würde gerne vielleicht noch ein paar, falls ihr noch irgendwie ein paar Tangiers-Shots habt und ihr sagt, okay, Schmidtin, kannst du gerne mal testen. Ist natürlich auch mal eine preisliche Frage. Ja, ich meine, ist, glaube ich, somit der teuerste Tabak, den es überhaupt auf dem Markt gibt. Fumari ist auch noch schweineteuer, wenn man den importiert. Aber da hatte ich bisher ein, zwei Sorten, die richtig lecker waren. Den White Gummy Bear zum Beispiel. Ja, und jetzt beim Rauchen wirklich sehr, sehr kaffeelastig. Jetzt kommt so eine süßliche Baileys Note noch so ein bisschen dazu. Also meins ist es jetzt nicht. Aber wenn ihr sagt, okay, von der Beschreibung her, das ist mein Tabak. Falls ihr rankommt, könnt ihr euch den mal holen. Den Shot habe ich hier noch, also falls vielleicht noch ein anderer Reviewer Bock hat oder so, könnt ihr mir gerne mal bei YouTube, Facebook, Mail schreiben, irgendwas. Ist vielleicht noch ein Köpfchen drin. Ansonsten, Jens, vielen Dank an dich. Ich hoffe, wir sehen uns auf der Shisha-Messe. Ist noch so ein Rätsel, ob wir da am Start sind. Ja. Ich habe am 25. April habe ich nochmal meinen letzten Tattoo-Termin. Und am 26. müssten wir ja schon um 6, 7 Uhr früh los. Sind ja 600 Kilometer. Müssen wir mal schauen. Eigentlich hatte ich es geplant. Und ich denke mal, ich werde schon kommen, ja. Mit dem Benny, mit dem Shisha Paule und der Martin. Kennt, denke ich mal, die meisten. Naja, ich denke mal, es werden wir durchziehen. Werden wir schon hinkriegen. Hoffe ich mal. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, ob ihr Bock drauf habt, ne? Mich da zu sehen und zu sehen. Die ganzen Hänger. Ich werde auch noch ein T-Shirt machen. Könnt ihr mal reinschauen, wenn ihr Bock habt, in den Shisha Merchandise Shop von mir. Da habe ich ein Messe-T-Shirt erstellt und noch so hier. Schaut einfach mal rein, wenn ihr Bock habt. Und ja, es soll soweit gewesen sein. Dann bedanken wir uns fürs Einschalten. Falls das Video euch gefallen hat, gebt ein Däumchen nach oben oder rechts oder links irgendwo könnt ihr mich kostenlos abonnieren. Würde mich natürlich auch freuen. Und ja, wir sind raus. Könnt ihr wieder die Jas sehen, machen Trinkspiel draus, Freunde, ist Wochenende. Gebt euch die Kante. Wir sind raus. Haut rein. Ciao. Tschüssi.